Hi, mein Name ist Lisa Röckener, ich bin 25 Jahre alt und ich bin gespannt, wie ich als Lehrerin sein werde. Hallo zusammen, wir sind zu Gast bei Lisa Röckener und heute gucken wir uns an, wer hinter der Showfrau steckt. Lisa folgen nicht nur 133.000 Menschen auf Instagram, sondern wir begleiten sie auch schon eine ganze Weile. Und einmal, da wart ihr shoppen live vor der Kamera, Mathis und du, bei Fashion Star. Wir schauen da noch mal kurz drauf zurück. Das war ein Tag. Okay, Attacke, go! Ich bin kalt, dann werde ich mal heißer. Komm, Mann! Würdest du eine Frau so attraktiv finden? Ja. Also lassen wir das. Geil! Geil! Oh Mann, wir sind so verpeilt, ne? Also manchmal sind wir richtig verpeilt, aber es war geil, es hat so Spaß gemacht, das war mal was ganz anderes. War das schwierig für euch, so unter Zeitdruck zu shoppen? Habt ihr euch Gedanken vorher gemacht, oder? Nee. Also wir wussten ja gar nicht auf welches Thema und so, von daher sind wir hingefahren, ja, mal gucken, ne, was da so kommt. Aber das war total lustig. Also wir haben gesagt, wir haben ja keine Erwartung an uns gehabt. Wir haben nur gesagt, wir wollen uns nicht ganz zum Affen machen. Aber bis auf ein paar Aussätze haben wir das ja nicht geschafft. Gibt es einen Moment oder so, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Dieses Abklatschen, was auch drin war. Das war so dieses typisch Lisa und Mathis. Wollten wir mal richtig cool einmal abklatschen und hauen voll daneben. Das ist so. Das war sehr lustig. Ja, also ich glaube, ihr seid ja schon auf jeden Fall für jeden Spaß zu haben. Und ja, ich würde sagen, eine kleine Abkühlung wäre ganz gut, oder? Jetzt? Ja, warum nicht? Nimm das Pony mit und gehen Teich? Ja. Okay. No second chance. So I believe that you and me should grab at what we can, make it last forever and never give it back. It's our turn and I'm loving where we're at, because this moment's really we have. Every day of our lives, wanna find you there, wanna hold on time, gonna run while we're young and keep the faith. Every day from right now, gonna use your voice and scream out loud, take my hand. Together we will celebrate. Jetzt hat das Influencer-Leben nicht nur eine positive Seite, sondern es gibt ja auch Schattenseiten. Wie würdest du das beschreiben? Also es gibt auf jeden Fall Schattenseiten. So schön mein Job in dem Sinne auch ist, muss ich da auch viele Abstriche machen. Also es ist halt sehr oft oder schnell mal realitätsfern. Man zeigt so ein perfektes Leben. Heute bin ich hier, dann bin ich da, jetzt habe ich den Partner und darf das Produkt testen und darf auf die Messe und habe eine Autogrammstunde. Das hört sich manchmal sehr überheblich an, finde ich. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt erzähle und sage, okay, online, mein Sport lief nicht, mein Pferd lief nicht, das kann man wohl mal sagen, finde ich. Nur wenn man zu viel dann wieder davon preisgibt, dann heißt es doch, hey, du meckerst und willst ja nur Mitleid und solche Geschichten. Das ist schwer, da finde ich die Waage zu finden. Wie sehr nimmst du dir denn auch dann Kritik mal zu Herzen? Sehr, also leider viel zu doll. Dass die Leute mir dann halt schreiben und sagen, ja wieso, du bist doch immer eine Person des öffentlichen Lebens, damit musst du halt klarkommen. Du bist halt eine Zielscheibe. Und das sehe ich nicht so. Ich stelle mir bei manchen Nachrichten vor, wenn die Leute vor mir stehen würden, dann würden sie das nicht rauskriegen. Und so
solche Nachrichten versuche ich zu ignorieren, aber ich bin da ganz ehrlich, das kann ich nicht. Also wie ich gerade schon sagte, können 1000, 2000 tolle Nachrichten sein und da freut man sich drüber, eine kommt, die negativ ist und dann da träumst du davon. Also das ist bei mir leider schon sehr stark und auch ein Punkt, wo ich oftmals gedacht habe, höre ich jetzt auf damit. Dieses Preisgeben finde ich, also da komme ich gut mit klar, das ist bei mir irgendwie wie, ja, atmen wäre jetzt übertrieben, aber wie das Zähneputzen morgens und abends. Das ist so ganz normal, dass ich die Leute halt mitnehme und denen von meinem Tag und berichte und das macht mir auch Spaß. Das ist ja auch ein Teil, der mir am Herzen liegt und wo ich irgendwie so reingewachsen bin jetzt. Aber ich hatte auf jeden Fall Momente, wo ich aufhören wollte. Also das kam sogar vor allen Dingen so in dem letzten zwei Jahre war das schon so der Fall. Eigentlich so an dem Punkt, wo ich wusste, gehe ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja auf Lehramt studiert, gehe ich ins Referendariat oder mache ich jetzt den Job weiter? Und dann war für mich halt, okay, es ist wirklich ein Job und entweder läuft er jetzt oder nicht. Und dann war da ein anderer Druck hinter und da habe ich gesagt, boah, halte ich das immer aus oder geht mir das doch alles zu nah? Und da ich eh jemand bin, der eher mal schneller an sich zweifelt, ist das natürlich in dem Job eine Nummer, wo ich eigentlich drüber weghören müsste. Aber das ist immer einfacher gesagt als getan. Inwieweit musstest du dann vielleicht auch Abstriche machen? Also Abstriche musste ich auf jeden Fall in der Studienzeit machen. Ich habe noch nie eine WG-Party mitgemacht. Schon hart. Habe ein abgeschlossenes Masterstudium und noch keine WG-Party. Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, war es das Beste, was mir passieren konnte. Doch. Also ich hätte, glaube ich, keinen anderen Weg wählen wollen. Jetzt schreibst du auch an einem Buch. Bevor ich dir dazu Löcher in den Bauch frage, lies uns doch einfach mal eine Passage daraus vor. Einen Teil habe ich schon rausgesucht. Es ist ja so auch gerade zu dem Thema, läuft jetzt alles nur gut oder hattest du auch mal schlechte Zeiten zu Valu? Das interessiert die Leute mal sehr. Also das Buch vorweg nochmal baut sich so ein bisschen darauf auf, dass ich Pferdetagebucheinträge mit reinpacke. Also ich habe Pferdetagebuch geschrieben mit Valu. Ja, ich finde es, irgendwann habe ich aufgehört, weil ich dachte, oh Gott, das ist ja anstrengend und also irgendwie immer was zu schreiben und brauchst du doch eh nicht, du weißt ja alles. Aber wenn ich mir jetzt alles durchlese, ist schon lustig. Unter anderem halt die eine Passage. Valu hingegen hatte heute nicht wirklich viel Lust. Als ich ihn mit dem Halsring reinholen wollte, haute er mir gleich zweimal auf der Wiese ab. Dann habe ich die Trense geholt und wollte ihn damit direkt rausführen. Als ich die Zügel über den Hals geschmissen hatte und ihm das Gebiss geben wollte, drehte er sie stumpf um, riss mir die Trense aus der Hand und galoppierte weg. Natürlich flog die Trense auseinander und er lief zum Stall. Als ich ihm schnell folgen wollte, blieb ich natürlich noch mit meinem Schuh im Matsch stecken und stand einen Schritt später mit Socken in einer Pfütze. Also ich fand, das zeigt eigentlich ganz cool, wie ich total verzweifelt so auf der Wiese stand und dachte, oh Gott, aus dem Pferd wird doch nie was. Wie kriege ich den erzogen? Und so hat es halt auch bei uns angefangen. Und darum geht es auch so ein bisschen in dem Buch. Und wann dürfen wir dein fertiges Buch in den Händen halten? Also voraussichtlich, je nachdem, was noch so kommt, soll es eigentlich Anfang nächsten Jahres, also so zur Equitana nächsten Jahres, also 2021, sollte es da sein. Aber versprechen tue ich nichts. Wir sind gespannt. Ja, ich auch, wie ihr es findet. Ich habe mich heute den ganzen Tag noch nicht gemeldet. Wir sind nämlich noch fleißig dabei zu drehen. Mathis ist hinter mir, hat mit den Pferden gerade noch trainiert. Und auf der anderen Seite seht ihr schön im Sicherheitsabstand das ganze Team von Clip My Horse. Und wir sind noch fleißig dabei. Mathis, wie findest du das denn, dass deine große Schwester ein Buch schreibt? Ja, mega cool. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass Lisa irgendwann mal sagt, ich muss ein Buch schreiben. Und ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor. Aber ich habe schon so ein paar Einblicke gesehen. Ich muss sagen, das wird, glaube ich, ein ziemlich cooles Buch. Wenn man euch so auf dem Turnier erlebt, dann denkt man immer, ihr seid das Traumgeschwister-Duo. Ja, ja. Wie würdest du denn das Verhältnis beschreiben? Also wir können ganz gut miteinander, aber auch ohne einander. Also auf den Shows und so klappt es immer super gut. Wir sind uns auch echt einig, was das angeht. Aber zu Hause, also wir sind Geschwister, ich glaube, das kennt jeder, ne? Die Geschwisterliebe ist da und so ist das hier bei uns auch. Du machst ja jetzt auch schon selber Shows. Mhm. Wie cool ist das, dass ihr dieses gemeinsame Hobby auch habt? Ja, das ist mega cool. Ich denke, sonst, wenn wir nicht dieses gleiche Hobby hätten, dann hätten wir auch gar nicht so viel miteinander zu tun, weil das verbindet einen natürlich schon. Und hier auf dem Hof haben wir die besten Möglichkeiten. Dadurch, dass unsere Eltern auch immer schon reiten, sind wir da so mit reingerutscht und das klappt echt super hier. Welche Macke hat Lisa denn? Boah, die ist so ordentlich, das ist ganz schlimm. Also da sind wir echt die Gegenteile, ne? Ultra den Putzfimmel hat die. Aber naja, jeder so wie er meint, ne? Jetzt kann Lisa ja nicht nur gut reiten, sondern sie ist auch extrem sportlich. Ja, das kann sie auch gut.
Was denkst du darüber? Ja, sie macht schon sehr viel Sport. Aber jetzt dadurch, dass sie in diesem Fitnessstudio ist, hier bei uns in der Nähe, muss ich sagen, das ist echt cool. Ich habe dann nämlich jetzt auch angefangen. Und das macht echt Spaß. Und da haben wir wieder eigentlich so einen Punkt, den wir jetzt auch zusammen machen. Und das klappt auch ganz gut wohl. Also Lisa, 30 Grad und du gibst hier wieder alles. Wie überwindest du denn deinen Schweinehund? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich selber auch manchmal, wie das alles so klappt. Aber ich muss sagen, ich habe den ganz gut im Griff, den Schweinehund. Ist eigentlich immer, wenn ich mir vorstelle oder mir bewusst mache, was ich davon habe. Also ich habe eine Zeit lang auch wegen dem Knie oder so mal eine Zeit lang keinen Sport machen können, habe danach echt gemerkt, beim Reiten läuft es schlechter. Ich habe die Körperspannung nicht mehr. Und wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich mich immer wieder motivieren. Was sagt der Trainer? Ist sie gut trainiert oder geht da noch was? Sie ist sehr gut trainiert. Man muss halt nur schauen, dass sie die Intensität so hält, dass sie das auch lange machen kann. Aber da ist sie sehr vorbildlich schon. Also ich glaube, an meiner Fitness können wir noch ein bisschen arbeiten. Ja. Vielleicht habt ihr ja eine Übung für mich. Sehr gerne. Ja, kommst du sie einfach mal zu mir rüber? Ja, gerne. Wir haben vorhin eine Übung gemacht, dann müsste ich das Papier einmal abnehmen. Ja, gerne. Und zwar einfach mal, bitteschön, einfach mal das Bein drauflegen in der Mitte, den anderen Fuß parallel dahinter. Und jetzt können wir uns hier mit stabilisieren und gehen mit dem Knie zu Boden. Das ist der sogenannte Ausfallschritt. Das, was wir gleich noch machen, wir schalten gleich die Platte an, gibt so ein bisschen Vibration. Und damit werden gerade diese ganzen kleinen Muskeln hier angespielt im Fuß, dass man halt auch resistent bleibt gegen Verletzungen. Einmal ohne die Vibration. Ich habe auf jeden Fall das richtige Outfit dabei. So. Ist doch gut. Oberkörper gerade lassen. Gerade. Die Hand kann man da drauflegen. Das so. Genau, und jetzt langsam mit dem Knie hinten runter. Vorsichtig, nicht zu tief. Langsam wieder nach oben. Einatmen, runtergehen, nach oben ausgehen. Nach oben aus. Achtung, ich starte die mal. Ja, ich bin gespannt. Gerade so im Sprunggelenk. Ja, das merkt man. Jetzt mal als Sport oder beim Reiter, das Kniegelenk, ist es halt wichtig, um da die ganzen kleinen Muskelfasern mit anzuspielen. Ja, fühlt sich gut an. Jetzt weiß ich. Hauptsache, oder Lara? Ja. Super. Okay, danke für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.